Ja, jetzt hab ich sie gesehen. Ja. Nicht schlecht. Boah. Wichser. Du dumme Töle, Alter. Scheiße, die fucking Hund, Alter. Jawohl. Boah. Scheiße, du. Nur mit der Zugenaut. Na, das ist auch schon hier nicht. Ich glaube, ich hab irgendwas erwischt bei ihm. Keine Ahnung. Irgendein Mundpunkt wahrscheinlich. So, jetzt erst einmal schauen. Alter, Vater. Okay, Keil bist einigermaßen. Puh, erst einmal wieder ausrüsten. Da ist noch einer, gell? Achso, nein, nehmen wir den her. Ey, klar, hey, ich halte mich für schlau. Dennis. Hallo? Jason, ich muss dich warnen. Was ist ein großer Krieger. Alter, voller Lappen. Aber heute ist wie ein Dämon. Viele Rakyat haben seine Insel angegriffen. Niemand kam zurück. Einer nach dem anderen, Dennis. Erst war's, dann Holt. Was du mir da sagst, ist unmöglich. Das könnte nicht mal ich. Wie war das Sprichwort, Dennis? Für alles gibt es ein erstes Mal. Große Worte. Aber der Doktor meinte, das Boot ist fast fertig. Du wirst bald aufbrechen. Naja. Du, wenn das Boot bald fertig ist. Oh, wir müssen uns mit der Zitra treffen. Wunderschön ist das. Wunderschön. Kiste! Was ist da noch gelegen? Oder doch? Na, am Tisch, meine. Mine. Das ist ein C4 halt. Ah, okay. So. Na. Nachdem diese Hürde mal gemeistert worden ist. Boah, ist aber guter Lampen. Na, ist robust. Na, schau. Wo ist er? Da ist er. Zwei Leute. Drei Leute. Ja, zwei Leute. Ja, nichts wird langsam und qualvoll, Kollegen. Jetzt kommt erst einmal der Terence Fail und rammt auf! So, bin nur wer? Hat nur wer noch nicht? Ja. Hat nur wer noch nicht? Herr Professor! So. Und jetzt? Wird richtig druckt. Sollen wir zur Zitra? Sollen wir den Funkturm machen? Machen wir Schnellreise? Ja, machen wir Schnellreise. Okay. Ja. Ach. Boah. Alles knackst, hey. Ölbogen, Finger. Nosen. Ja, der. Zunge. Ja. Ich hab letztens mit der Zunge geknackst. Ja, glaube. Dass du nicht alles knacksen kannst, gell? Alles, Alter. Ja. Die Arsch auch, oder? Knacksen ist der King, Alter. Die Arsch auch. Ja, wieso denn das, gell? Ja, das geht auf einmal nicht, gell? Nein. Ja, Hund. Ja, was? Lass mich durch. Ich bin Arzt. Ja, schleich dich. Lass mich Arzt, ich bin durch. Ja, lass mich Arzt, ich bin durch. Lass mich Arzt, ich bin durch. Ja, was? Ist das der Rakedan-Führer? Ja, so schaut aus. So, Alter, wo bist? Zitra! Ui. Komm her, du Zitronenpresse! Ui. Ups. Lasst uns allein. Der Krieger kehrt zurück aus dem Reich der Toten. Ich hab dir was mitgebracht. Ist soweit. Trink. Es ist giftig für die Schwachen. Nur der Stärkste wird es überleben. Folge dem Pfad. So. Jetzt geht's auf. Das ist übrigens eine interessante Sache am Rande.
würde jetzt nicht irgendwie Werbung machen oder so. Jetzt warten wir kurz. Schießt und einfach ins Knie. Einfach ins Knie. Immer ins Knie. Jawohl. Oh! Das ist ja beängstigend, das Ding. Jawohl. Boah! Boah! Ah! Hoppala. Huch. Oh, komm noch mal ein paar. Ist keine Waffe. Ups, Nagel. Ja, wir sind also fürchten. Außer das Ding, du. Oh. Heilen! Du bist ein Heiländer. Das ist mir zu einfach. Da wieder. Boom. Jetzt sind zu sehen. Boah, da kommen wir zu Rauchbällen, oder? Ja, jetzt wird's langsam. Was wird denn das Tartan-Monster? Oi. Hat der Boom! Warum greift das eigentlich an? Oh! Willst du nur herausstellen, sagst du? Na, jetzt aber. Kollege, du konntest aber sterben einmal, gell? Jetzt haben wir noch Fuß und jetzt hin. Auf die Maus genau dazu. Ja, 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 das waren jetzt einmal zwei eindeutige Treffer. Ja, ja. Der Endgegner quasi. Sag einmal, das ist so ein Riesendämon, ha? Jawohl, immer mitten in die Fresse. Oh, also, das jetzt schaut er sich weh da. Oh, das geht's ja auch. Jawohl. Oh! Ich glaube, der Schlag hat er ihn erwischt. Ja! Ja, was? Jetzt aber. Vorstellen. Boah! Und dann holen wir den Schlang drauf. Na, das ging ins Auge, wa? Oh, da schau her. Was war mal Löhr? Sag mir, wer ich bin. Splitter. Du bist ein Krieger.
Du lebst für den Kampf. Wer gegen dich antritt, wird sterben und hat es auch nicht anders verdient. Du spürst das Tatao. Du spürst den Dschungel um dich. Du bist Rakyat. Auf der ganzen Insel versklaven Varsh und seine Piraten die Körper und Seelen der Rakyat. Unsere Waffen werden nicht ruhen, bis Varsh zu unseren Füßen liegt. Wir sind die Krieger der Rakyat und ich führe uns zum Sieg! Schön.